Ich glaube, dass mit Blick auf die jetzige Krise, dass es derzeit ein für Putin opportunes Zeitfenster war, um massiv auf die Ukraine und somit auf den Westen insgesamt Druck auszuüben, sowohl aus innenpolitischer Stärke heraus, wahrgenommener Stärke und auch vor dem Hintergrund einer noch stabilen Wirtschaft. Was bedeutet das alles für die deutsche Politik oder die europäische, die amerikanische Politik? Es bedeutet eine Menge und ich würde es nicht als gegeben hinnehmen, dass wir keine Invasion in die Ukraine sehen werden. Also ich finde, dass das Risiko eines großen militärischen Angriffs ist real. Es ist nicht nur eine Drohkulisse, die aufgebaut wurde. Und selbst wenn es ursprünglich um eine Drohkulisse gegangen ist, können durchaus Mechanismen einsetzen, die sich dann, wo dann gewisse Szenarien ablaufen. Das kann auch zum Kontrollverlust kommen. Also ich halte das Risiko für sehr real. In der jetzigen Situation hat auch die EU eine wichtigere, eine aktivere Rolle zu spielen, als es in der Anfangsphase dieser Krise der Fall war. Ich glaube, einiges formiert sich gerade. Ich glaube, ein wichtiger Schritt ist, Deutschland als aktiv und kohärent innerhalb der EU zu positionieren. Man erwartet von Deutschland eine starke Rolle innerhalb der EU. Es ist nicht möglich, meines Erachtens, Deutschland in einzelnen Teilen gegen die EU zu positionieren oder einen eigenen Handlungsspielraum sich zu definieren. Denn das ist genau Teil des Ziels der jetzigen Politik des Kreml. Ich glaube, es geht um mehr, als um auf Augenhöhe mit dem Westen diskutieren zu wollen. Das hat, da stimme ich Herrn Teltschik zu, das hat Putin erreicht. Aber ich denke, es geht um mehr. Es geht darum, die EU und die NATO zu spalten. Und es geht darum, eigentlich die Sicherheitsordnung bis vor 1997 zurückzudrehen. Vielleicht eine Frage noch. Würden Sie gesamteuropäische Sicherheitsstruktur würden Sie anstreben? Meinen Sie, dass das, was wir jetzt momentan mit OSZE haben, mit Budapester Memorandum, dass das ausreichend ist? Oder würden Sie sagen, wir brauchen eine neue gesamteuropäische Sicherheitsstruktur, ja, und man die dann erreicht, aber das wäre die Frage, in welche Richtung könnte das gehen? Ich glaube, das können wir heute nicht wirklich vorhersehen. Es braucht, und hoffentlich wird es dazu kommen, einen Übergang in einen längerfristigen Verhandlungsprozess. Und da wird man erst einmal selektiv bestimmte Themen diskutieren müssen. Derzeit nennt Russland diese Themen sekundär, aber eigentlich sind sie nicht sekundär. Es geht dort um Abrüstung, es geht um Rüstungskontrolle, es geht um Cyber, es geht auch um Klima. Und man wird sich meiner Ansicht nach über diese Themen annähern müssen, wo man zumindest selektiv gemeinsame Interessen hat. Und während man im Gespräch ist, das hat man auch zu Zeiten des Kalten Krieges nicht vorhersehen können, ob das dann irgendwann in eine neue oder angepasste Sicherheitsordnung führt. Aber damit jetzt anzufangen, dann wären die Gespräche zu Ende, bevor sie überhaupt losgehen. Man muss also einen selektiveren Ansatz finden, um auch ganz konkrete Themen und Interessen zu verbinden. Was dabei ausgenommen ist oder was da ganz, ganz klar ist als Anknüpfungspunkt, dass man Bedrohungswahrnehmungen auf verschiedenen Seiten ernst nehmen muss. Dass aus Sicht der NATO oder westlicher Staaten immer wieder gesagt wird, die NATO ist doch keine Bedrohung für Russland. Ja, offensichtlich ist sie das doch. Und auf der anderen Seite ist natürlich Russland für insbesondere die baltischen Staaten oder Polen eine Bedrohung. Also dass man das akzeptiert, dass das sozusagen auf dem Tisch liegt als Anknüpfungspunkt. Aber sich momentan vorzustellen, wie die Sicherheitsordnung angepasst werden kann, wie sie funktionieren kann in vielleicht mehreren Jahrzehnten von jetzt gedacht, das wäre, glaube ich, der falsche Ansatz. Und wenn die Ordnung, die es Anfang der 90er, Mitte der 90er, die ausgehandelt wurde, oder auch es geht in kalten Kriegszeiten los mit der KSZE und der OSZE, wenn diese umgesetzt würde und wenn sie funktionieren würde, sie funktioniert ja derzeit nicht gut und die OSZE ist auch von Russland in den letzten Jahren oder Jahrzehnten, muss man schon sagen, nicht ernst genommen worden. Das heißt, da anzusetzen, selbst die Umsetzung dessen, was man vereinbart hat, wäre ja ein gutes Ergebnis.